Ich finde Spinnen leider sehr klischeehaft, aber Spinnen sehr eklig tatsächlich. Aber die verschwinden Gott sei Dank relativ schnell beim Staubsauger bei mir. Weiß ich nicht. Eigentlich bin ich da gar nicht so schreckhaft. Deshalb bin ich eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen. Das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, dass mit meinen Kindern was passieren könnte oder so. Aber ansonsten bin ich eigentlich ein optimistisch denkender Mensch. Das gruselt mich ganz besonders. Da muss ich ja lange überlegen und fällt mir da als Kölner irgendwas ein. Nee, eigentlich nicht. Durch den Karneval bin ich ja abgehärtet sozusagen. Und so richtig Angst kann mir eigentlich nichts machen. Also hoffe ich jetzt mal zumindest. Nicht, wenn die Leute das jetzt hören, dass da morgen irgendeiner mit einem Hackebeil um der Ecke steht. Ich bin eigentlich immer derjenige, der wirklich an das Gute in jedem Menschen glaubt. Auf der anderen Seite gruselt mich eigentlich gar nichts. Was mich immer gruselt, ist immer bei Menschen, wo das Glas immer halb leer ist. Also vor Spinnen mit Sicherheit nicht, vor Charaktereigenschaften von Menschen, wenn sie falsch sind. Mit Lügen muss man nicht, kann ich nicht so viel anfangen. Ich bin einer, der gerade raus ist, und so würde ich das ganz gerne auch von meinen Leuten mir gegenüber haben. Spinnen. Mit Spinnen kannst du mich jagen. Da habe ich große Angst vor. Geister? Ich weiß nicht, also diese gruselige Geister. Davor habe ich ein bisschen, schreckig zurück.